Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Mit ihrem 5-Hektar-Ziel irrlichtern die Grünen schon seit Jahren durch den Landtag. Der letzte, fast gleichlautende Gesetzesentwurf vom 11. Juli 19 wurde übrigens fraktionsübergreifend abgelehnt. Momentan liegt der tägliche Flächenverbrauch in Bayern bei etwa 100.000 Quadratmetern. Diesen Verbrauch wollen Sie nun bis 2028 auf die Hälfte reduzieren. Das aber ist doch Planwirtschaft pur. Honecker und seine SED-Genossen wären mächtig stolz auf diesen 5-Jahres-Plan. Natürlich will auch die AfD die Natur schützen und das Landschaftsbild nicht nachhaltig zerstören. Aber was denken Sie eigentlich, warum diese 10 Hektar täglich gebraucht werden? Etwa für die bösen Kapitalisten, weil die Spaß daran haben, die unberührte Landschaft mit Beton und Asphalt zu versiegeln? Oder könnte es nicht auch sein, dass diese Flächen, dass es für diese Flächen einen echten Bedarf gibt, für den gerade Sie doch auch mitverantwortlich sind? Kann es für Sie doch gar nicht genügend Zuwanderung in unser schönes Land geben? Allein im letzten Jahr kamen 38.700 Asylbewerber und 152.000 Ukrainer zu uns. Damit hat der Freistaat schon mehr Ukrainer aufgenommen als ganz Frankreich. Und im Jahr 2041, so seriöse Prognosen, werden wohl bereits 14 Millionen Menschen im Freistaat leben. Ist Ihnen eigentlich auch nur klar, was das bedeutet? All diese Neubürger brauchen zusätzliche Wohnungen, Krankenhäuser, Straßen, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Einkaufszentren und natürlich auch Produktionsstätten. Dazu braucht man aber Flächen. Denn Luftschlösser bauen können bisher jedenfalls nur die Grünen. Auch ihre völlig undurchdachte Energiewende trägt massiv zum Flächenverbrauch bei. Bodenversiegelung in Reinform sind dabei übrigens die Fundamente der von Ihnen so hoch geschätzten Windräder. 3000 Kubikmeter Beton und 300 Tonnen Stahl können je nach Bauhöhe und Untergrund leicht anfallen. Und unser schöner Wald wird dafür von Ihnen auch gerne widerspruchslos geopfert. Da kann der Bauherr eines kleinen Einfamilienhauses, das es bald ja wohl nicht mehr geben soll, wenn es nach den Grünen geht, bei weitem nicht mithalten. Tag für Tag müssen übrigens auch weitere Solarfelder errichtet werden, damit genügend erneuerbare Energie für die unzähligen Wärmepumpen und Elektroautos generiert werden kann, die Sie den Menschen auch gegen deren erklärten Willen ja unbedingt aufs Auge drücken wollen. Aber das sind sicherlich gute Flächenverbräuche, die vielleicht sogar gar nicht angerechnet werden sollen. Sie fordern beim 5-Hektar-Ziel einen Mechanismus, der diesen auch real durchsetzt. Dafür müsste aber doch ein gigantisches Bürokratiemonster geschaffen werden, das Ihre Zwangsvorgaben berechnen, überwachen und gegebenenfalls dann auch sanktionieren kann. Wie sollen denn die Flächen erfasst und berechnet werden? Was passiert, wenn der Flächenverbrauch überschritten wird? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht oder gehen Sie ohnehin davon aus, dass Sie die Praxistauglichkeit nie werden beweisen müssen, weil Ihr Gesetzentwurf heute natürlich wieder abgelehnt wird? Sie räumen ein, dass dem Staat, den Gemeinden und Landkreisen Mehrkosten durch Ermittlung, Verwaltung, Zuteilung und Monitoring des Flächenbudgets und durch den Zeitaufwand für die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben entstehen. Damit ist aber doch Ihre Behauptung im letzten Satz, dass Ihre 5-Hektar-Ziel Wirtschaft, Bürger und nicht belastet, aber doch als Lüge entlarvt. Alle Verwaltungskosten werden natürlich an die Bürger weitergegeben und obendrein werden weniger zur Verfügung stehende Flächen automatisch dann auch zu deutlich höheren Grundstückspreisen führen. Ihr Gesetzesentwurf ist aus unserer Sicht unausgereift, so auch nicht durchführbar. Herzlichen Dank.